Servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube und Bierliebhaber. Heute machen wir wieder Biertesting. Allerdings muss ich das alleine machen, weil es geht heute um ein Pils. Das heißt aber nicht, dass Evi nicht da ist. Evi, du bist schon da bei mir. Ich bin schon da. Ja, aber haben wir ja gesagt gehabt, Pils macht es nicht mehr mit, weil ja das einfach nicht schmeckt. Gell? Akzeptiert. Ich habe wieder so ein Tonpfeiferl. Und da habe ich den Gold Virginia Fleck vom Hubert drin. Gell? Ja, was für Bier geht es heute? Und zwar ein Bier von Marcel. Ich pappe mir das ja immer drauf, dass ich weiß, von wem die ganzen Biere sind. Gell? Und zwar geht es da um ein Schertl-Bier Edelhell. Anfang habe ich schon gemeint, das ist ein helles, dabei steht unten drauf feinherbes Pils. Oh, wo kommt denn die Brauerei her? Die Brauerei kommt aus Franken, zwar genau aus Hof. Ich glaube, Sie das sehen können. Die schreiben dann, das Gute lebt, feinster Hopfen. Und die traditionelle Rezeptur des Edelhell machen dieses herbwürzige Bier zu einem außergewöhnlichen Genuss. Schertl Edelhell, das Spitzenbier mit Tradition. Ja, ich mag es ja herbwürzig, so sollte ein Pils auch sein. Ich habe es noch nie getrunken, keine Ahnung, wie es schmeckt, gell, Leute? Eigentlich wollte ich das draußen machen heute, aber jetzt hat es schon wieder zugezogen, ein bisschen windig ist auch. Aber ich mache es herin, was soll's. Gut, jetzt machen wir es einmal auf. Ja, du riechst halt sofort den Hopfen. Ein bisschen Kräuter. Schöne Würze. Also schon mal sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt lassen wir es mal ins Glas rieseln, oder? Schöne, ordentliche Krone, feinporig. Ja, jetzt habe ich noch mehr so. Die Würze natürlich. Frische Wiese habe ich da, gell. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt trinke ich mal. Also, Prost auf euch. Ach, ordentlich gehopft. Die war nichts für die Evi. Nichts für mich? Ja, das wird jetzt bitter. Also schön, also mir gefällt das, gell, schön. Auch schön würzig, das Bier. Süffig, muss ich auch dazu sagen. Schön goldgelb. Gefällt mir. Ein bisschen ungewöhnlich die Flasche für Pils. Wie gesagt, wenn ich jetzt da vorbeilaufen würde, dann zuerst den ersten Gedanken haben, das ist ein helles. Gell? Weil Edelhell steht dann drunter, feinherbes Pils, da müsste ich dann die Flasche schon genau schauen. Als Fremde jetzt natürlich. Gell? Ich meine, die, was da unten in Hof rum wohnen, die werden das sofort wissen, dass das wahrscheinlich ein Pils ist. Aber wenn man es noch nie getrunken hat und da jetzt da vorbeilaufen, ah ja, helles, denke ich jetzt sagen. Gell? Ja, hat diesen bitteren Geschmack von einem Pils, was ich mag.
sogar ein bisschen ganz schöner Hopfengeschmack. Mit Sicherheit für Pilzliebhaber wäre das was. Gefällt mir. Oh, du magst mal probieren, Evi? Nein, ich nicht. Ja. Fällt das Urteil wieder schlecht aus. Sehr süffig. Ein Bier. Ja, das hat mir gefällt. Kommt jetzt natürlich nicht an mein Flens ran. Also das muss ich jetzt dazu sagen. Das Flens hat schon einmal ein dick mehr her wie drin. In Würze. Aber das Bier ist nicht schlecht. Gell? Das Pils, muss ich dazu sagen. Würde ich es mir kaufen? Warum nicht? Weiß jetzt nicht, ob es das bei uns gibt. Vielleicht gibt es ja in Germering. Gell? Da müsst ihr mal schauen. Weil der hat ja fast alles. Aber lieber Marcel, danke, dass ich es probieren habe dürfen. Das darf man zur Brotzeit schmecken. Also ist ein Bier, kriegt von mir 7 Punkte auf jeden Fall. Fassel wahrscheinlich nochmal einen Tick besser aus dem Fass. Gell? Aber 7 Punkte kriegt das Bier auf jeden Fall von mir. Dieses Schertl Edelhell Feinherbes Pils. Ja, ich werde es jetzt mit Genuss allein austrinken, aber Devi mag es ja nicht. Grinst. Okay. Und ja, das Bier kann ich empfehlen als Pils. Pilsliebhaber werden bestimmt auch mögen. Und in dem Sinne, den ich sagen, war es das jetzt wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, liked das Video, Glocke drücken und über Abo, wisst ihr, freue ich mich auch immer. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.